Moni, mach uns doch mal den Bobbes auf und zeig uns mal sein Geheimnis. Denn von außen, seht ihr, ist es mehr oder weniger ein normaler LKW, 12 Tonner. Und die Moni hat ein Geheimnis. Mach mal auf. Und zwar haben wir der nicht nur ein Panoramafenster eingebaut, wie wir das selber haben, mit der ausklappbaren Terrasse, die Geländer kommen noch, sondern Moni hat auch noch eine Quadgarage. Das heißt, die hat hier ihr Quad drin, da würden auch zwei Motorräder locker drin passen oder sämtliche anderen Kleinvehikel, einen E-Roller, alles Mögliche. Ja, und dann hast du noch diese Ladebordwand als Fläche und du hast hier deine Komplettverglasung. Fahr mal runter die Klappe. Dein Balkon, ohne Geländer noch. Dann fahr ich damit mal hoch. Ich zeige euch gleich nochmal während der Zeit, dass wir sonst außen noch nicht viel verändert haben, außer da vorne ein Fenster. Das ist oben über der Quadgarage die Schlaffläche. So, dann kannst du mich mal hochfahren. Ja. Und hier drinnen seht ihr nachher erst drin. Da ist der Innenraum. Aber erstmal zeigen wir euch außen alles. Das heißt, schwuppdiwupp hat man hier die Schlaffläche. Die ist nämlich über der Quadgarage. Hier hat man den Eingang ins Fahrzeug rein. Natürlich nur von innen öffnungsbar. Und dann steht hier Monis Quad. Hier ist noch eine Außendusche. Mit Wasser. Warm, kalt. Außerdem ist hier alles wasserfest. Also ihr braucht ja keine Angst haben. Das Ding ist komplett versiegelt von innen. Die ganze Quadgarage. Da kann man sich keinen Wasserschaden holen. Und sie hat hinten auch noch einen Ablauf, falls man mal schräg steht. Also das ist alles schon wunderbar geplant. Wer das im Detail sehen will, wir haben den gesamten Ausbau täglich gefilmt. Es hat genau 50 Tage gedauert in 8 Stunden Arbeitszeit, um Monis Traum zu verwirklichen. Ja. Jetzt kannst du mir runterlassen, Moni. Achso, ihr könnt eigentlich die Fußschalter benutzen. Ja, mach doch das, Mo. Ja, genau. Denn das funktioniert natürlich auch alles noch. Wir wollen uns noch eine Fernbedienung vielleicht einbauen, dass man es von innen kann. Aber das sind alles so Features, die man oben drauf packen kann. Und dann haben wir eigentlich bloß noch hier den Ausgang. Wer meinen Kanal verfolgt, sieht, das ist genau dasselbe Treppenkonzept, wie ich selber habe. Schieb mal ein, Moni. Und zwar eine frei tragende Treppe mit Ausziehplattform. Ihr seht, funktioniert so, ja, ist so ja frauenproofed. Die gleichen Features wie bei mir halt. Das heißt, die verschwindet hinterm Unterfahrschutz, ist nicht tiefer als der Rest des Fahrzeugs, schwebt, also man braucht sich auf dem Boden nicht, also über dem Boden keine Gedanken machen, kannst du ruhig nochmal rausholen. Und man hätte zur Not noch eine Stufe, die man hier anschweißen kann, aber jetzt während der Arbeitszeit haben wir das für nicht nötig erhalten und wir stellen uns, glaube ich, lieber eine Plattform unter. So, und dann kannst du ja mal renieren. Dann krabbel ihr mal rein. Ihr könnt jetzt einen kleinen Blick schon mal rinwerfen. Und drinnen geht's mit Martina weiter. Moni, ich danke für die schöne Zeit mit dir. Gerne. Ja, der Ausbau hat unglaublichen Spaß gemacht. Ja, ja, und mir auch, ja. Allen hat es Spaß gemacht. Schauerberg hat uns wunderbar gefallen. Ist der schönste Ort auf der Welt in Deutschland, in Westdeutschland. Ja. In Ost. Südwestpfalz. Die Südwestpfalz. Ja. In Ostdeutschland gibt es auch noch richtig schöne Orte. Aber ansonsten in Westdeutschland nicht mehr. Na denn, danke Moni und wir sehen uns. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall. Willkommen, kommt rein in Monikas Bobbes. Monika ist die Besitzerin von diesem ausgebauten LKW und Bobbes ist das Dialektwort für Popöchen. So hat sie ihren LKW genannt. Kevin hat den LKW von einem ganz leeren Teil ausgebaut und jetzt ist es Monikas Zuhause. Kevin, magst du was vorstellen? Na klar, gerne. Nimm mal die Kamera und dann drehen wir uns mal um. Moni wollte ein spezielles Konzept und zwar war Moni das hier extrem wichtig.
Das sind über 2 Meter Seitenfläche und 3,30 Meter in der Länge. Das heißt, sie hat für dieses Fahrzeug einen riesen Freiraum. Den kann man nutzen hier als Platz für einen Tisch mit Stühlen, weil das Konzept für Moni soll etwa eher stehend sein als immer fahrend. Sie möchte eigentlich immer zwischen 2 Orten pendeln und ihr Haus dabei haben. Deswegen haben wir auch keine Dusche und kein Klo geplant, beziehungsweise Dusche für den Sommer draußen und zum Putzen, wenn man da irgendwann mal sauber machen will. Und deswegen ist das so ein bisschen ungewöhnlich. Und diesen Freiraum brauchst du, weil die Jute Moni mehrere sehr platzraubende Hobbys hat. Und zwar macht sie Kampfsport. Das heißt, die muss hier Platz haben, um ihre Übungen machen zu können. Dazu macht sie noch Musik und sehr ansprechend. Sie hat mir schon mal was vorgespielt. Das heißt, sie hat 4 Gitarren in... was war das denn? Ja, deshalb haben wir auch Keyboard, ganz viel... Aber noch ein bisschen feineres Keyboard. Platz hier. Darf ich den Schrank vorstellen? Du kannst den Schrank vorstellen. Ich liebe diesen Schrank. Und zwar Schrank im Sinne von mit ganz normalen Platten, Unterteilung und wie eigentlich ein Bücherregal. Die Eurokisten heißen die. Reingetan, gibt es verschiedene Größen. 1, 2 und 3-fach so groß. Und dann kann man alles unterbringen. Ganz einfach. Was passiert beim Schuckeln und Wackeln? Sie haben hier so eine Leiste dazu gemacht, damit es nicht rausfällt und die Sache passt. Sehr günstig und ich finde es super ordentlich und super. Man findet sofort alles und vor allen Dingen, man sieht nicht drin. Habe ich da jetzt meine Unterhöschen drin oder ist jetzt das Mehl für mein Brot drin? Ne? Und sieht alles immer gut aufgeräumt aus. Ist auch handlich zur Küche. Die Küche von Moni ist praktisch. Und 2,50 Meter lang, das sieht und man ja nicht. 2,50 Meter lang. Ja. Hinten hat es eine Kuschelecke, weil da die ganzen Geräte stehen können, wie Backautomaten und was immer man so benutzt. Vorne natürlich viel Platz, weil rechts und links zum Dings. Und ich meine, meistens, wenn man unterwegs ist, grillt man ja draußen. Also großartig drinne Backofen und 4 Herdplatten. Das bringt ja nichts. Das nee, war wollten, das wir nicht. Moni, ja, ne? Wollten wir nicht. Ja, Moni wollte auch keine fest verbaute Kochplatte, sondern lieber eine mobil einsetzbare, die man später rufstellt. Das heißt, wir hätten hier natürlich ein Kochfeld einlassen können, aber wollte sie nicht, weil wie gesagt, wer es nicht nutzt, braucht es nicht. Ja. Und, hier unten sind fertige Elemente gewesen, die Kevin integriert hat. Und fertige Elemente sind natürlich nicht wohnmobil und wackelfest. Ja? Und deshalb eigentlich ganz einfach haben die hübschen, ich sag jetzt mal Ikea, ich weiß nicht, ob sie von Ikea sind, die Teile, um die zu fixieren, ne? Ist ja auch TÜV-Ansprache und hat ja auch Sinn. Bändchen. Ist ja nur, wenn man fährt. Und Moni wird mehr stehen als fahren. Das heißt, diese Hilfe, also diese Nicht-Aufgehhilfe oder Verschlusshilfe, ist ja eigentlich nie dran. Und dann ist die eigentlich die optimale Lösung, weil wenn du mal wirklich ab und zu fährst, eben mal alle halbe Jahr, kannst du sie sichern. Einhaken, und ansonsten stören sie dich nicht mehr. Ja. Genau. Wunderbar finde ich auch, dass sie in die Küche rausschauen kann. Wir haben jetzt im Augenblick kein super Panorama, aber egal wo sie steht. Naja, grün. Wir haben noch grün und das ist Monat 10. Ja, und die Blätter fallen immer noch nicht. Hier links oben haben wir schon den Anfang von den ganzen technischen Sachen. Ne? Sie hat eine EcoFlow ausgewählt. Das ist so ein Gesamtpaket für die Hausfrau, die nicht basteln kann. Das ist eine All-in-One-Lösung für die gesamte Stromanlage. Sowohl 12 Volt, 230 Volt. Und auch die Solareingang und alles kann man darüber. Die ganzen technischen Sachen, da haben wir spezielle Videos. Also wer alles über die EcoFlow wissen will, warum, Pro, Contra und so weiter, gibt es Zusatzvideos. Weil heute geht es ja nur um Gesamteindruck. Ne? Was gibt es noch Schönes? Ich würde sagen, ihr kommt mal mit mir in den ersten Stock. Ne? Darf ich mal in den ersten Stock gehen? Was da drunter ist, kommt später. Aber was das Tolle ist natürlich hier oben. Sie schläft unter den Wolken. Moni, du hast es mir erlaubt, ja, dass ich hier mal Probe liegen darf. Tada! Das Tolle ist, du hast rundum Aussicht. Ja? Sie hat natürlich hier die Möglichkeit zuzumachen, um zu schlafen. Aber morgens Klappe auf, Klappe zu und sie kann komplett den Panoramablick haben. Kann man ja nochmal einwenden. Was will man mehr im Leben? Ja, Kevin, machst du mal weiter und sagst uns, was unter dem Bett passiert? Wir können ja die Technik jetzt von so machen. Die Technik, ich bitte darum. Und zwar die Treppe, die Martina gerade benutzt hat, da ist die gesamte Haustechnik drin.
Ich lasse euch einfach mal reinkicken. Das ist ja kein Problem. Man hat die Stufe hier. Ich darf mich da runterstürzen oder machst du alles auf? Nee, du kannst oben bleiben. Dann sieht man das auch schön. Also da kann man ran, um an die wichtigen Sachen erstmal. Hier ist der Sicherungskasten, hier ist das Frontpanel von der EcoFlow, wenn man was muss. Und hier hat man die Absperrhähne. Und wenn man mal komplett an die Technik ran muss, kann man... Holt man sich erstmal einen starken Mann, der einem das da rauswuchtet? Nein, Scherz. Kann man die Treppe komplett rausnehmen. Und dann ist das hier die gesamte Infrastrukturanlage von diesem Fahrzeug. Das heißt, ich habe hier meinen Warmwasserboiler. Dann habe ich hier die EcoFlow, das All-in-One-Stromsystem, da braucht man nichts weiter. Und dann habe ich da nur noch eine Druckwasserpumpe. Magst du die Kamera mal nehmen, damit man das von vorne zum Beispiel auch ein bisschen besser sieht? Dann habe ich da noch die Druckwasserpumpe hier, Boiler, wie gesagt, EcoFlow. Hier nochmal einen Sicherungskasten, den man eigentlich nicht bräuchte, weil die EcoFlow einen FI-Schalter und ein Sicherungssystem integriert hat. Aber so kann man halt auch mal Stromkreise abschalten, wenn man das mal muss oder so, um das ein bisschen zu vereinfachen. Und dann haben wir neben unserem Technikkasten bloß noch den Wassertank. Kannst du mal den ganz hochklappen? Das sind 300, den kann man auch ganz hochklappen, dann bleibt der auch stehen. Das sind 300 Liter Frischwasser im Innenraum, damit sie nicht einfrieren können. In der Mitte, damit es genau, das ist jetzt genau über der Hinterachse in der Mitte. Das heißt, ob der Tank voll oder leer ist, spielt für das Tarieren des Fahrzeugs überhaupt keine Rolle. Ist ja auch ein 12-Tonner. Ne? So, Martina, hopp hier auf. Ist ja auch ein 12-Tonner, also der kann schon, wie viel Kilo, wie viel ist er jetzt? Ihr wart wiegen, ne? Der wiegt jetzt, also wir haben 1,2 Tonnen fixe Einbauten, da sind aber 300 Liter Wasser. Das heißt, wir haben 900 Kilo Technik hier drin verbraut, also, und Möbel. Man könnte noch viel, viel mehr. Ja, wir werden... Wir haben noch 3,8 Tonnen Zuladung möglich. Sie wollte halt das Konzept relativ frei hier zu sein, einen guten Panorama zu haben. Machen wir einen Oberschrank auf, Martina. Den haben wir ja auch noch ja nicht gezeigt. Naja gut, es geht um... Okay, man sieht, ich bin hier nicht zu Hause. An einer Seite anfassen. Du musst immer an der Seite anfassen und dann kannst du ihn aufklicken. Ah, okay. Ich traue mich nicht. Das funktioniert darüber, dass die Magnete eine sehr hohe Spannkraft haben. Stimmt. Und zwar sind die 4 bis 5 Kilo. Aber wenn man nur einen lösen will, wird es auf einmal super leicht, den aufzumachen. Ah, okay, okay. Klick-Klack und deshalb geht das. Ich übe nochmal. Klick-Klack. Okay, super. Und dahinter? Ja, sie hat super Stauraum. Die ganzen Kisten hier oben. Und du hast ja sogar vorgesehen, auf der anderen Seite, wenn wirklich notwendig, könnte man wir können den ganzen Oberschrank auf die andere Seite nochmal drüber bauen. Ist jetzt noch nicht geplant. Aber ihr wisst ja, so ein Fahrzeug ist nie fertig. Ja. Gut, das war das Konzept von Moni. Kevin hat es tailor-made, also genau auf Moni zugeschnitten. Hat 50 Arbeitstage gebraucht. Ja. Von morgens bis abends. Hier ist noch die Tür zu sehen. Und, auch eine Eigenfertigung. Okay, man sieht, ich bin hier zu wenig zu Besuch. Tada, der deutsche Herbst. Und da geht's dann raus. Wieder in die Freiheit. Gut, was ist. Ja, dann fragt man sich, was ist unter Monis Bett? Und das haben wir euch am Anfang schon gezeigt. Richtig, das ist die Quadgarage von innen. Das heißt, die Quadgarage ist als Raum nicht direkt verschenkt, sondern man hat oben die Fläche zum Schlafen, man hat außen die Rücklehne später für die Sitzfläche, weil das hier wird eine Sitzfläche. Da kommt dann noch eine Bepolsterung ran und die bietet halt den es wird ein Divan, keine Sitzfläche. Ein Divan? Ah, ja, weißt du, die Römer, die sind ja. Orange. Genau, und da haben wir die Struktur halt nochmal ein bisschen mitnutzen können und ist halt kein verschwendeter Raum. Es gibt überhaupt keinen verschwendeten Raum bei Kevin. Richtig. Gut, das war Monis Projekt. Das war Monis LKW. Und wir wünschen Moni gute Reise, egal wo es hin ist, hin und zurück. Und viel Glück. Und falls alle Fragen, Suggestionen, Meinungen sind, gefällt es euch nicht, was hättet ihr anders gemacht und so weiter, ganz klar unten. Und bis zum nächsten Projekt. Tschüss. Tschüss von LKW Hausbau. Das ist der Bock.